Brutale Szenen aus Deutschlands größtem Gefängnis, der JVA Tegel. Ein Häftling wird in seiner Zelle von Mitinsassen attackiert. Das Opfer ist ein verurteilter Kinderschänder. Immer wieder attackieren die Männer den 53-Jährigen mit Faustschlägen. Zuvor wurde er mit einem Radio bewusstlos geschlagen. Dann filmt ein Zeuge die Prügelorgie mit seinem Handy. Hinter diesen Mauern hatte der Familienvater Ralf Witte jahrelang gesessen. Unschuldig. Als Sexmonster zu Unrecht verdächtigt, zu Unrecht verurteilt. Dann das Ende seines Martyriums. Fünf Jahre Haft haben ihn gebrochen. Ralf Witte erinnert sich an ein Gefängnis, in dem Kriminelle über Kriminelle herrschen. Sie quälen mit äußerster Brutalität. Auch er, der Unschuldige, hat es am eigenen Leib erfahren. Da standen draußen auf dem Flur so geschätzt 100, 150 Leute. Und die wussten, jetzt kommt da einer rein und der Witte ist da drin am Duschen und der kriegt jetzt richtig welche auf Ohren. Die Knasthierarchie. Anführer, Zuschläger, Opfer. Klar, unerbittlich, gnadenlos. Leute verdreschen und zum Beispiel einnehmen, Drogen und Gelder einnehmen, das waren so die Aufgaben für den Anfang. Wenn der schon das O des Opfers auf der Stirn trägt, und das kriegen die in der Haft ganz schnell raus, dann hat der das schwer. Jeden Tag die gleichen Schmerzen, jeden Tag das gleiche Leid. Man wollte mich wegmachen. Ein Klinkerbau in Garbsen bei Hannover, als Trutzburg einer Normalität, die es aber nicht gibt. Ralf Witte ist so schwer traumatisiert, dass er seinen Job als Stadtbahnfahrer nicht mehr ausüben kann. So ist gut. Stopp. Hausbau mit Frau und Sohn, Versuch eines Neuanfangs. Witte erinnert sich, wie es mit der Gewalt hinter Gittern gleich bei seiner Einlieferung losging und wie ein Gefängnisbeamter die anderen Gefangenen regelrecht aufwiegelte. In der Strafanstalt Hannover will man heute von dem Vorgang nichts wissen. Ich kam in dieses Haus rein und zig Leute standen da auf dem Flur. Gefangene. Gefangene, genau. Und ein Bediensteter, der ging so in diese Menge hinein und sagte zu denen, das habe ich auch klar und deutlich gehört, das ist der, heute aus der Zeitung. Und dann ging dieser Bedienstete in sein Büro, wo auch noch zwei andere Bedienstete saßen. Und mit Marc kamen da mehrere Leute auf mich zu. Einer hat mir gleich eine geknallt und da habe ich gedacht, Mist, jetzt kommen da noch mehr, jetzt kriegst du hier richtig einen. Da ist also einer dann auf sie zugekommen, hat ihn richtig eine geklatscht und da habe ich meine Sachen alle verloren, die ich gerade zuvor bekommen habe. Man steht da mit so einem Päckchen und dann habe ich mich eigentlich in dieses Büro der Bediensteten gerettet. Wie oft kommt sowas vor? Ich sag mal, ich habe es oft in der Haft erlebt, dass Menschen, die irgendwie mit Vergewaltigungen, mit Kindern und so, die kriegen dort oft Schläge von anderen Mitgefangenen. Teilweise werden die Jungs K.O. geschlagen, also richtig, dass sie selbst sich nicht helfen können. Und manchmal gibt es auch nur welche auf die Nase, das ist eben ein blaues Auge, blutende Nase. Es kommt auch vor, dass welche reingehen und den, ja, in der Dusche vergewaltigen. Haben Sie es auch gesehen? Ich habe es auch gesehen, ja. Also unter anderem gab es einen, den habe ich gesehen, wie sie den richtig vermackelt haben. Also der hat richtig... Was heißt richtig vermackelt? Den haben sie richtig zusammengetreten und zusammen geprügelt mit mehreren Leuten. Der hatte eigentlich gar keine Chance und der war eigentlich sehr groß und kräftig. Und ja, der hat dort einen richtigen Arsch voll bekommen.
Und haben denn die Bediensteten nicht eingegriffen bei der Sache, die Sie da gesehen haben? Also oftmals sagen die Bediensteten, wir haben es ja gar nicht gesehen. Ich unterstelle einigen Bediensteten, nicht alle, dass die bewusst weggehen. Die wissen, wenn diese Situation eskaliert, und die gehen weg und wollen es gar nicht sehen. Verbrecher richten über Verbrecher. Gewalttäter maßen sich an, sie dürften Vergewaltiger ohnmächtig prügeln. Da, wo der Staat die absolute Kontrolle haben sollte, offenbar totaler Kontrollverlust. Kein Fantasieprodukt. Erschütternder Beleg, ein grausames Video, das die Bild-Zeitung im Internet präsentierte. Brutale Szenen aus Deutschlands größtem Gefängnis, der JVA Tegel. Ein Häftling wird in seiner Zelle von Mitinsassen attackiert. Das Opfer ist ein verurteilter Kinderschänder. Immer wieder attackieren die Männer den 53-Jährigen mit Faustschlägen. Zuvor wurde er mit einem Radio bewusstlos geschlagen. Dann filmt ein Zeuge die Prügelorgie mit seinem Handy. Fick ihn, schlag ihn tot, schlag ihn tot! Nimm mich auf den Mund. Nimm mich auf den Mund. Nimm mich auf Ich will mir so ein Gefängnis von innen ansehen, fahre nach Brandenburg an der Havel. Da sitzen etwa 330 verurteilte Straftäter. Lübeck ist mein Name vom NDR. Wer zu Besuch rein will, wird gefilzt wie vor einem Flug. Bleib mal um die Ecke. Ja, und bitte einmal durch den Metallverfahren. Einmal durchgehen. Trotzdem kommen in wohl allen Gefängnissen Gefangene immer wieder an Drogen und anderes, was streng verboten ist. Objekte der Begierde, oft Anlass oder Ursache für Gewaltexzesse. Die Zelle von Matthias N. Ein Krimineller mit diesem berühmten Drehtüreffekt. Rein, raus, wieder rein und wieder rein. Also ein Mann mit profunder Knasterfahrung. Über Gewalt redet er, als sei sie das Normalste der Gefangenenwelt. Und das ist sie ja wohl auch. Wie geht's? Warum muss? Wie lange sitzen wir noch? Über 3 Jahre. Und warum? Darf man das erfahren? Wegen schwerer Körperverletzung. Und das erste Mal, oder? Nee, dritte Mal. Sagen Sie, wie ist es mit Gewalt? Haben Sie selber mal Gewalt miterlebt, ja, gesehen? Ja. Vorher haben wir uns öfter gesprügelt. Richtig geprügelt. Ja. Und haben Sie selber auch mal eine mitgekriegt? Ich habe auch schon selber eine mitgekriegt, ja. Richtig toll? Ja, da war ein Krankenhaus, ja. Da war ich mit dem Kopf in die Wand geknallt und bin nicht mehr aufgestanden. Naja, ich war in der Dusche gewesen und da sind 3 Leute gekommen. Sie haben mich festgehalten. Da habe ich natürlich mich auch umgeschlagen. Habe ich gut geschafft. Dann kamen noch 2 an. Da habe ich ihn gekriegt und dann 5 Minuten später sind meine Kumpels gekommen und dann gab es eine Massenschlägerei in der Dusche. Aber Sie haben selber eine schon verplättet gekriegt. Haben Sie auch mal richtig zugeschlagen? Ja, habe ich damals, ja. Warum? Meinungsverschiedenheiten und dann kommt alten eins. Dann passiert das ganz schnell. Wenn das erste Mal im Knast war, dann musste ich sowieso bewähren. Ich weiß noch, als ich das erste Mal reingekommen bin, hier in Brandenburg, war ich 2 Wochen. Da haben sie oben gestanden, in Haus 3 war da drüben, und haben sie schon gebrüllt, Frischfleisch und alles. Und dann rufen sie Frischfleisch? Ja, ja. Was meinten sie damit? Die wollen mal was magte Beine haben. Das heißt, da geht's ja sexuell auch. Genau. Und bevor man vergewaltigt wird, schlägt man lieber selber zu. Abteilungsleiter im Gefängnis Brandenburg, Burkhard Neumann. Er versucht gar nicht, die Gewalt hinter Gittern kleinzureden oder gar zu leugnen. Im Gegenteil, er ist offen, mutig, kritisch und selbstkritisch. Gewalt gehört zum Gefängnisalltag, allerdings nicht in der Form, dass wir uns hier nun ständig auf den Fluren im Gefängnis Prügelszenen vorstellen müssen. Das funktioniert schon etwas verdeckter, etwas subtiler. Und da kriegen auch wir als Vollzugsbedienstete die Gewalt unter den Gefangenen nicht immer mit. Also ich würde sogar sagen, wir kriegen relativ wenig davon mit. Ich meine, das ist ja ein streng abgeschotteter Raum, ein total überwachter Raum.
Hier hat der Staat nun wirklich das Gewaltmonopol. Wie kann es sein, dass trotzdem unkontrolliert Gewalt ausgeübt wird? Nun, wir sind nicht 24 Stunden Schulter an Schulter mit jedem einzelnen Gefangenen. Die Gefangenen sind also in Teilen des Tages jedenfalls auch mit anderen Gefangenen zusammen, ohne dass ein Vollzugsbediensteter daneben steht. Und das reicht dann schon aus, um natürlich auch entsprechend Gewalt auszuüben. Und da kann ich also meine Erpressung beginnen, da kann ich meinen Druck beginnen, dort, da kann ich das berühmte Abziehen beginnen. Und das bekommen wir als Vollzug dann in aller Regel nicht mit. Wie ist es mit den einzelnen Vollzugsbeamten? Vollzugsbeamte sind Menschen wie alle anderen auch. Die arbeiten an einem besonderen Ort. Dieser besondere Ort ist das Gefängnis. Aber auch hier gibt es danach extrem vorsichtig werden, vielleicht auch ängstlich werden, sich Kollegen gegenüber öffnen oder das auch nicht tun. Das heißt also, auch da gibt es sicherlich die eine oder andere Sache, wo auch ein Vollzugsbediensteter bei Gewalt, die er zum Beispiel miterlebt, Gefangene untereinander, wo er schlicht und ergreifend wegguckt als solches. Ne, das passiert genauso. Oder es wird an irgendeiner Stelle laut im Gefängnis. Dann gibt es auch Bedienstete, die dann eher weggehen, als zu gucken, was ist denn da los, wo ist die Ursache. Auch das gibt es. Der Praktiker von der Gefängnisfront: Wir kriegen längst nicht alles mit. Damit wird klar, warum fast alle Ministerien unsere Befunde auf Anfrage bestreiten. Sie kriegen längst nicht alles mit. Fahrt zu einem, der von sich sagt, dass er mal ganz weit oben war. Besuch in einem Wohnheim. Der Mann, den ich hier treffe, beschreibt die grausame Gefängnishierarchie sachlich und freundlich wie ein Behördenorganigramm. Allerdings Körperverletzungen inbegriffen. Martin W. insgesamt 7 Jahre hinter Gittern in verschiedenen nordrhein-westfälischen Strafanstalten. Seit 2 Monaten lebe ich hier. Ich komme aus Polen. Russen und Polen halten ja da zusammen und so. Und kann man sagen, und das ist auch bekannt in Deutschland, dass die Russen und Polen, so wir die Osteuropäer, im Knast das Sagen haben, also das Lenken haben. Und ja, man hilft sich untereinander, ne? Aber dafür muss man auch was tun. Ne? Da muss man auch was, die Leistung zurückbringen. Ne? Was muss man tun? Ja, es gibt immer einen, der Chef ist. Ne? Und ja, wir sind natürlich die Leute, die neu kommen, sind Fußsoldaten, kann man so sagen. Ja, kriegen kleine Aufträge, halt, sprich Drogengelder wieder reinbringen, sprich ja, Leute verdreschen, die irgendwelche Fehler gemacht haben. Viele Sachen. Es sind viele Sachen, also so Gewalt und zum Beispiel einnehmen, Drogen und Gelder einnehmen, das waren so die Aufgaben für den Anfang. Das ist richtig organisiert? Das ist richtig organisiert. Das funktioniert reibungslos? Reibungslos. Und wir holen uns auch Informationen über die Leute, die auch in der Gruppe bei uns aufgenommen werden. Wir holen Informationen, ist er ein V-Mann, das heißt, ist er vielleicht von Polizei irgendwie so ein Spitzel oder ist er ein Zinker? Also im Knast Leute verraten oder irgendwelche, so ein Arschkriecher ist. Viele Fragen werden dann natürlich erforscht und dann wird man beurteilt. Ne? Und so kommt man dann die Stufe hoch immer dann. Ne? Und irgendwann mal leitest du selber die Abteilung. Sind Sie so hochgekommen, dass Sie die Abteilung? Ja, in meinen 7 Jahren, ja. Wie groß war denn dann Ihre Abteilung? Ja, 120 Leute. Und da waren Sie der Chef? Also zu sagen, also das ist meine Abteilung, wenn irgendwas da schief läuft, spricht jetzt ein Deutscher, hat mit einem anderen Deutschen jetzt einen Konflikt. Egal was. Die kommen zu mir, sagen, ja, so und so ist die Lage. Der Junge hat zum Beispiel auch jetzt seine Drogen nicht bezahlt. Wenn er nicht bezahlen konnte, was wurde dann gemacht? Dann wurde sofort reagiert. Ne? Ja, wie denn reagiert? Ja, Schläge, zum Beispiel, es war dieser Tag gewesen, wo natürlich die Geld kommen sollte oder Einkauf kommen sollte, ne? Für die Drogen, was er von mir bekommen hat. Und es war nicht der Fall gewesen. Und auf der Arbeitsstelle, ich war als Presse am Arbeiten, habe ich einen Kollegen gerufen, habe ich die Hand unter die Presse und drauf gedrückt, also so, dass die Hand gebrochen ist, ne? Also 4 Finger waren durchdreckt gewesen. Ja, so. Weil er nicht bezahlt hat. Weil er nicht bezahlt hat, ja. Wenn Sie mich verprügeln und ich gehe zum Bediensteten und sage, hören Sie mal zu, ich kann hier nicht mit der verprügeln mich. Bitte schön, machen Sie. Aber egal, wo Sie hinkommen, egal, wo Sie sind, ich erreiche Sie immer. Nicht ich, aber jemand anders erreicht Sie.
Das heißt, dann geht es einem besonders schlecht? Dann ganz besonders schlecht. Ganz erst dann ist recht, ja. Wie ist das denn, wenn ich da reinkomme in den Knast und ich bin Gewalt nicht gewohnt und ich will keine Gewalt anwenden? Sie wollen ganz ruhig absitzen. Sie kommen zu mir oder Sie erfahren, dass ich das Sagen habe. Klar, ich unterstütze Sie. Ich würde Ihnen auch helfen. Ne, aber dafür auch Gegenleistung von Ihnen. Also das spricht, wenn Sie keine Gewalt haben, wenn Sie so ein ängstlicher Mann sind, der Gefahr scheut, der gerne Leute aus dem Weg ist, für sich ist, kein Problem. Mit kleinem bisschen finanzieller Basis oder ne, dann bin ich für dich da. Also wie gesagt, dann helfe ich dir, unterstütze dich. Das heißt, Sie erpressen Geld? Dann erpresse ich von Ihnen Geld. Schutzgeld? Schutzgeld, ja. Mafia? Mafia-mäßig, ja. Und wenn ich das nicht mache? Ja, dann sage ich, dann hilf dir selbst. Da, bitteschön. Dazu das nordrhein-westfälische Justizministerium. Ein System organisierter Kriminalität mit Drogenhandel, Erpressungen und Körperverletzungen gibt es in unseren Gefängnissen nicht. In idyllischer Lage an der saarländischen Grenze zu Luxemburg, das Residenzhotel Schlossberg. Konferenz von Deutschlands Justizministerinnen und Justizministern. Sie alle beteuern, man nehme das Problem ernst. Gewalt in Gefängnissen werde unnachsichtig geahndet. Es gebe Präventionsprogramme. Bei 70.000 Strafgefangenen in Deutschland würden aber Jahr für Jahr nur ein paar hundert Gewalttaten registriert und angezeigt. Ähnlich klang es, als wir mit der Kamera anrückten. Es ist bei uns die Ausnahme, es kommt vor, aber nach unseren Erfahrungen sind das Ausnahmefälle. Es gibt in unterschiedlichen Intervallen solche Vorkommnisse, die bekannt werden, aber es gibt nun nicht regelmäßig schwerste Straftaten. Es ist schon die unerwünschte Ausnahme und wir gehen auch dagegen vor. Ganz klar die Ausnahme, körperliche Gewalt sowieso, ganz klar die Ausnahme. Diese unmittelbare körperliche Gewalt, das ist eher die Ausnahme. Dann also die nächsten Ausnahmen. Die Jugendstrafanstalt Ichtershausen in Thüringen, die bald durch einen Neubau ersetzt wird. Hinter den Mauern Körperverletzungen, Nötigungen, vor Jahren sogar ein Mord. Auch aus einem Hamburger Gefängnis wurden erst vor wenigen Tagen Folterszenen gemeldet. Das Opfer entkam nur knapp dem Tod. Und jetzt verurteilte das Erfurter Landgericht zwei Gefangene, die einen 17-jährigen Kleinstkriminellen in Ichtershausen tagelang gefoltert hatten. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass das Opfer mit einer Metallstange und mit einem nassen Handtuch auf Kopf und Brust geschlagen und mit Fäusten traktiert worden war. Die beiden Peiniger, so das Urteil, hätten dem 17-Jährigen mit einem Feuerzeug Brandwunden zugefügt. Sie hätten, so das Urteil weiter, mit einer Nadel in den Oberschenkel gestochen und mit einer Rasierklinge in Finger, Penis und Rücken geritzt. Auch sexuell hätten sie ihr Opfer gequält. Noch heute habe der 17-Jährige Albträume. Frage an einen ausgewiesenen Experten, den Anwalt des Gequälten. Einzelfall? Es wäre schön, wenn das der einzige Fall wäre. Tatsächlich ist das der einzig symptomatische Fall, weil in der Regel keiner an die Öffentlichkeit kommt. Ich weiß von anderen JVAs, dass also solche Sachen an der Tagesordnung sind, das muss man leider so sagen. Das Gericht, in dem die jungen Täter von Ichtershausen verurteilt wurden. Der zuständige Richter kritisch und selbstkritisch. Er wirft die Frage auf, ob Justiz und Gesellschaft gerade jugendliche Straftäter immer richtig behandeln oder bei denen nicht auch Gewaltbereitschaft für später produzieren. Die Bevölkerung will immer eigentlich harte Strafen, möglichst hart, Wasser und Brot. Und was die Leute immer vergessen, ist, dass die Haftzeit ja irgendwann mal endet und die Leute dann wieder rauskommen. Das Ziel ist ja eigentlich, jedenfalls wenn man den Strafgedanken des Jugendstrafrechts ernst nimmt, die Erziehung. Diese Leute sollen ja befähigt werden, wenn sie dann in Freiheit wieder sind, straffrei zu leben. Was muss verbessert werden? Was muss geschehen? Was die Bevölkerung nie so gerne hört, bis zu 80% der Bewährungsstrafen verlaufen erfolgreich. Das heißt, nach Ablauf der Bewährungszeit wird die Strafe erlassen, ohne dass es Vollzug gegeben hat. Ich bin, was Haft verhängt und vor allem bei Jugendlichen, eher zurückhaltend. Weil wir wissen häufig, wenn wir schon manchen Angeklagten sehen, kann man sich ausmalen, wie es dem in der Haft ergeht. Wenn der schon das O des Opfers auf der Stirn trägt, und das kriegen die in der Haft ganz schnell raus.
dann hat der das schwer. Haben Sie das Gefühl, dass Sie von aller Gewalt erfahren? Nein, um Gottes Willen. Im Knast gilt nicht anscheißen. Also wenn Sie sich als Häftling unbeliebt machen wollen, gehen Sie zum Bediensteten und sagen, der X hat mir gerade auf die Nase gehauen. Und es werden ja dann auch Dinge erduldet oder ertragen, über die man nicht so gerne redet. Also das mag man sich ja gar nicht vorstellen, was da teilweise passiert. Die Gefängnismauern des Verschweigens durchbrechen, wissenschaftlich ergründen, was hinter den Zellentüren wirklich los ist. Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Fast jeder fünfte erwachsene Strafgefangene wurde innerhalb von 4 Wochen Opfer von körperlicher Gewalt. Und ein Forscherteam der Uni Köln befragte für eine andere Studie jugendliche Gefangene, fast 900. Die Befunde noch erschreckender. Man kann ohne Übertreibung davon sprechen, dass Gewalt in all ihren Facetten zum Alltag im Jugendstrafvollzug dazugehört. Es ist normal und wird von den Gefangenen auch als alltäglich erlebt. Wir wollen jetzt mal einen ganz engen Begriff von Gewalt nehmen. Das, was juristisch auch im strafrechtlichen Sinne eine Körperverletzung wäre, das ist fast jeder Zweite, der einräumt, eine Körperverletzung begangen zu haben. Das, finde ich, ist ein relativ hoher Wert. Wie viel Prozent haben beides angegeben? Ich war mal Täter, aber ich bin auch Opfer geworden. In unserer Untersuchung sind das 70%, die sowohl Täter als auch Opfer sind. Das ist eine sehr, sehr große Gruppe, mit Abstand die größte Gruppe. Und ich denke, das muss auch Folgen für die Bearbeitungsprobleme durch den Vollzug haben. Es ist eben falsch zu glauben, Personen sind nur Täter oder nur Opfer. Da vertauschen sich die Rollen auch mal. Die Rollen vertauschen sich. Opfer werden zu Tätern. Manche schon deshalb, weil sie nicht ein weiteres Mal Opfer werden wollen, dann lieber selber zuschlagen. So produziert Gewalt Gewalt. Die nächste Geschichte begann hier. Da wurde ein kleiner Junge als 3-Jähriger an der Straße ausgesetzt. Ab dann nur noch Heime und später die kriminelle Karriere, Brandstiftung und Diebstahl. Dieser Junge blieb Opfer, auch als Mann, auch im Gefängnis. Michael B. ist kaputt für sein Leben. Was ihm seine Peiniger in der Strafanstalt Essen antaten, er kommt nicht davon los. Auch heute, viele Jahre später nicht. Ich durfte auf dem Klo schlafen. Er hat mich geschlagen, wenn ich beim Kartenspielen nicht die Karte gelegt habe, die er gerne sehen wollte bei mir. Und durch meine Unsicherheit, er merkte, dass ich immer verunsicherter wurde, wuchs natürlich dann seine Erhabenheit über meine Person. Und ich habe es dann nach einer Woche nicht mehr ausgehalten, also etwas länger als eine Woche. Bin dann zu einem Beamten gegangen, habe mich dem eröffnet, was da los ist. Jedenfalls wurde dann dieser Mann verlegt und ich kam dann zurück auf die Zelle. Einer trat an mich heran und sagte, das war der größte Fehler, den du machen konntest. Der zog mich dann in den Waschraum, dann wurde ich da verprügelt. Von 4 Leuten gleichzeitig und Hat man da nicht irgendwelche Spuren von gesehen, wenn die also meinetwegen sie an den Kopf schlagen oder sowas? Nein, da haben immer genau drauf geachtet, dass nur auf die Leber, auf die Milz, auf die inneren Organe wurde richtig abgezielt. Und gerade von diesem russischen Knacki, der sich also auskannte, wo man hinschlagen muss, bei der Leber kommt der Schmerz erst verspätet und das ist richtig übel. Das ist richtig übel. Das ging einmal sogar so weit, dass ich morgens Blut gespuckt habe. Ich meine, sie sind systematisch verprügelt worden. Man hört ja auch, dass es zu sexuellen Übergriffen kommt. Ist da auch was mit ihnen gemacht worden? Ja. Versuchen Sie es zu erzählen. Wissen Sie, es gibt für dieses perverse Vorgehen gibt es kein verschönerndes umgangssprachliches Wort, was ich gerade suche, um das Ganze vielleicht nicht ganz so. Wenn der Letzte fertig war, fing es wieder bei dem Ersten an. Jeden Tag. Die gleichen Schmerzen, jeden Tag das gleiche Leid.
keine Chance gehabt, irgendwie auch nur ansatzweise um Hilfe zu rufen oder sonst was. Bis an dem letzten Tag, wo dann morgens diese gute Situation entstanden ist, schon das zusammengeflochtene Seil am Fenster hing. Ich hätte den nächsten Tag nicht mehr überlebt. Und ich hatte eigentlich schon mit allem abgeschlossen. So. Ich denke, die lassen dich hier eh nicht raus. Meinen Sie, die man wollte mich wegmachen? Ja? Ja. Weil alle daran Beteiligten wussten, wenn ich auspacke, kommen sie noch weiter in den Knast. Am Ende hat dann doch ein besonders aufmerksamer Beamter den gequälten Mann vor seinen Peinigern gerettet. Michael B. wurde unter Geheimhaltung in ein anderes Gefängnis gebracht. Noch einmal nach Brandenburg zu Burkhard Neumann, dem Mann, der Klartext redet. Längst nicht alle Stellen würden neu besetzt, wenn Beamte in Ruhestand gehen, klagt er. Auch werde zu wenig Nachwuchs ausgebildet. Es sei alarmierend, wie viele Bedienstete sich wegen extremer Belastung krank melden. Für mich widmet insbesondere die Politik diesem Thema nicht genügend Aufmerksamkeit. Für die allermeisten ist es völlig klar, der Straftäter, ein Verbrecher, wird von der Polizei gefangen, wird eingesperrt und dann ist er weg. Wir haben dann hier ein Gefängnis mit riesengroßen Mauern drumherum und dann ist das Problem im Grunde genommen erledigt. Die Menschen, die wir hier einsperren, sind ja nicht per se anders, nur weil sie hier einsitzen. Und von daher ist es schon so eine Sache, dass wir hier subtile Gewalt immer weiter haben werden noch. Das ist also völlig klar. Was erwarten Sie von der Politik? Von der Politik erwarte ich ganz pauschal, dass also Sonntagsreden über die Anerkennung des schweren Dienstes aufhören, dass unsere Personalwünsche, dass die gesetzlichen Vorgaben, die uns genau die gleiche Politik hier gibt bei der Betreuung der Gefangenen, dass sie uns also auch die nötige Manpower geben, diese Betreuung also auch so umzusetzen. Weil wenn wir die Gefangenen vernünftig betreuen, Behandlungsangebote machen und das also auch mit einer ausreichenden Zahl an Kollegen, und dann nimmt das ganz entscheidend, das ist unsere Erfahrung, dann nimmt das den Druck, dann nimmt das damit also letztendlich auch Gewalt. Anfrage in allen Justizministerien. Ein signifikant erhöhter Krankenstand beim Gefängnispersonal wird zwar zugegeben. Zusätzliche Kräfte aber will kein Land einstellen. Mindestens die Hälfte der hier versammelten Justizminister will sogar abbauen. Der Widerspruch bleibt unaufgelöst. Gefangene, Anwälte, Richter, Wissenschaftler, sie alle beteuerten uns gegenüber, in deutschen Gefängnissen gebe es viel mehr Gewalt, als es Gesellschaft und Politik bewusst sei. Die Politik aber bleibt unbeeindruckt, auch von den Erhebungen der Wissenschaftler. Nach unseren Erfahrungen sind das Ausnahmefälle. Diese unmittelbare körperliche Gewalt, das ist eher die Ausnahme. Ganz klar die Ausnahme. Körperliche Gewalt sowieso. Ganz klar die Ausnahme. Alle Justizminister beteuern, man sei auf dem richtigen Weg mit Einzelzellen, Umbauten, Betreuung. Offensichtlich aber reicht das nicht. Es müsste mehr geschehen. Doch mit dem Strafvollzug kann man bekanntlich keine Wahlen gewinnen.